und Wien selbst hat beantragt, dass die innere Stadt ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Dank der Bemühungen vom Bürgermeister Häupl in den 1990er Jahren wurde Wien in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen. Wir sind überall geachtet. Wir haben neben dem Weltkulturerbe in Österreich noch weitere Weltkulturerbe, wie zum Beispiel Hallstatt, Salzburg und in Wien ein zweites Weltkulturerbe, Schönbrunn. Bitte, der verschenkt unser Plakat, das ist von uns. Sieht so gut. Nein, das ist neu. Nein, bitte. Ja. So. Wunderbar. Und genau dieses Weltkulturerbe wird jetzt entwertet, indem wir in das Weltkulturerbe zwei Hochhäuser hineinknallen. Schon das erste Hochhaus, nämlich das Hochhaus am Heumarkt gegenüber der Oberstation Stadtpark, wo jetzt das Hotel Intercontinental ist, hat gestört. Sitzung beginnt um 10 Uhr und wir hoffen, dass wir mit dieser Demonstration auch einige Gemeinderäte erreichen können, die zu dieser Sitzung ein. Die Stadt Wien hat ca. 100 Gemeinderäte, nachdem nicht alle über alles Bescheid wissen können, bildet der Gemeinderat Ausschüsse, wie zum Beispiel diesen Planungsausschüsse, wo eine kleine Gruppe von Gemeinderäten wichtige Entscheidungen vorbereiten und dann dem Gemeinderat vorlegen, so wie es jetzt um 10 Uhr passieren wird. Vorgesehen war, dass der Ausschuss hier in diesem Haus tagt. Es könnte aber auch sein, dass der Ausschuss im Rathaus selber tagt, beim Eingang Fellerstraße. Damit wir nicht übersehen werden, werden wir dann hinübergehen. Naja, hoffentlich ist das keine. Warte, Werner ist ja auch da. Grüß Sie. Ich zeige Ihnen hier, wie das ausschauen würde. Das ist derzeit das Hotel Intercontinental. Und das hat eine Höhe von 38 Meter. Das ist der Blick vom Stadtpark auf das derzeitige Hotel Intercontinental, das da hier bis hinauf reichen wird. Viele von Ihnen werden unsere Petition kennen, nämlich die Petition Hochhausprojekt Eisnachverein, die wir gestartet haben, wo das Mindesterfordernis von 500 Unterschriften erreicht wurde und am 19. April der Ausschuss für Petition unsere Petition angenommen hat. Wir werden voraussichtlich am 7. Juni eingeladen werden, unsere Argumente vorzubringen. Jetzt werden einige von euch sagen, 7. Juni, das ist doch genau der Tag nach dem 1. Juni, wo das beschlossen werden soll. Es ist mir vollkommen unverständlich, wie ergebnisoffen gesprochen werden kann, wenn schon 6 Tage vor dem 7. Juni, nämlich am 1. Juni, genau dieses Projekt, worüber wir hier diskutieren und eine Petition gemacht haben, beschlossen werden soll.
Das kommt ja fast einer Verhöhnung der Bürgerbeteiligung gleich. Es wäre meines Erachtens angemessen, zuerst uns anzuhören und dann den Beschluss im Gemeinderat zu fassen. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir noch gehört werden, wenn alles schon beschlossen ist. Das möchte ich Ihnen nur sagen, wie derzeit die Stadt Wien mit dem Thema Bürgerbeteiligung umgeht. Obwohl ein eigener Stadtrat oder besser gesagt Stadträtin für Bürgerbeteiligung eingeführt worden ist. Hier zeige ich Ihnen einen Plan aus der Flächenwidmung. Er ist auch im Akt enthalten unter Umweltbericht. Und aus dem ist eindeutig herauszulesen, dass im Falle eines Neubaus die Sichtbeziehung vom Eislaufplatz zum Stadtpark hergestellt werden soll. Diese Bestimmung hat die Stadt Wien dem Investor gegenüber ausgesprochen und wurde auch im kooperativen Verfahren einbezogen, dass das eine Bedingung sei, die zu erfüllen ist. Und was sehen wir jetzt im Flächenmittelplan 7984? Dass genau diese Bedingung, eine Sichtbeziehung zwischen dem Eiserplatz und dem Stadtpark zu schaffen, nicht geachtet wird. Nicht geachtet wird. Wozu macht man kooperative Verfahren, wenn man dann nicht einmal die eigenen festgelegten Bestimmungen einhält? Nach dem kooperativen Verfahren gab es, wie Sie wissen, einen Wettbewerb und den hat das Projekt von Isai Weinfeld gewonnen. Dieses Siegerprojekt ist nachhaltig, denn es beinhaltet den Beibehalt des derzeitigen Hotel Intercom mit 38 Meter und dahinter einen Turm, in dem im oberen Bereich Luxuswohnungen errichtet werden sollen. Es ist, wie wir gehört haben in der Presse, das beste Projekt, das ausgesucht worden ist. Und nun, meine Damen und Herren, was ist jetzt passiert? In der sogenannten Nachdenkpause im Sommer 2016. Es ist genau dieses Projekt, das beste Projekt, verworfen worden. Es wird das derzeitige Hotel Intercom, welches noch großartig seinen 50. Jahrestag gefeiert hat, abgerissen werden. Stattdessen ein neuer, größerer Bau, sowohl breiter, dicker, an der gleichen Stelle errichtet. Also wird eine Bausünde durch die nächste Größe ersetzt. Wir sprechen immer von Frischluftschleißen, die wir in den Städten brauchen. Wir sprechen von den grünen Flächen, die wir in Wien brauchen. Und was passiert? Die Frischluftschleiße wird blockiert durch ein noch größeres, querstolz stehendes Hotel, den Neubau des Hotel Intercom an dieser Stelle. Und das soll heute im Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen werden. Wir sind damit nicht einverstanden. Aber es geht ja hier, bitte. Wir sind ja eine Grassroots-Bewegung, eine Bewegung von unten aus. Ja. Es kommen viele Personen her, die ich eigentlich heute teilweise zum ersten Mal sehe. Wir wissen, wir stehen nicht alleine. Wir sind heute sehr wenige Leute, denn nicht alle haben am Vormittag, am Mittwochvormittag frei, um sich hierher zu stellen.
die es haben, sind meistens wir Ältere, denn wir haben den Arbeitsstress schon hinter uns. Wir können herkommen, und das ist ja unsere Aufgabe als Ältere, wo wir Erfahrung haben, ein Kulturerbe einschätzen zu können, das den Jüngern weiterzugeben. Wir hatten, wie Sie wissen, eine Demonstration vom Hotel Intercont an einem Samstag gemacht. Und da waren bedeutend mehr Leute. An einem Wochentag um 10 Uhr, an einem Arbeitstag auf die Straße zu gehen, ist ein sehr riskantes Unterfangen. Aber Sie sehen, selbst dann und heute sind sehr viele Leute gekommen. Wien lebt von seinen Sichtbeziehungen. Wien hat ein eigenes Buch über die Sichtbeziehungen geschrieben, wie wichtig sie sind. Zum Beispiel die Sichtbeziehung der Sicht vom Karlsberg auf die Innenstadt oder die Sichtbeziehung vom Belvedere auf die innere Stadt. Diese Sichtbeziehung ist nicht nur schön gewesen damals, als Canaletto das Bild gemalt hat. Sie ist auch heute, vielleicht erinnern Sie sich an den Besuch von Tom Cruise, als er hier einen Film gedreht hat. Was hat man ihm gezeigt? Eben genau diese Sichtbeziehung. Und er hat, wie er das gesehen hat, nur drei Worte gesagt. It's gorgeous. Es ist wunderbar. Und das soll jetzt zerstört werden. Der Blick von BWD auf die Stadt, mit Blick auf die Stephanskirche, auf den Kahlenberg, auf den Wienerwald, der Gott sei Dank noch nicht verbaut worden ist, und ebenso weiter auf die Gruppe der Salesianerkirche, der soll erhalten bleiben, und das ist der Sinn der Sichtbeziehung, wenn wir der Blick, die UNESCO geschützt hat, wo wir selber den Antrag gestellt haben, dass er geschützt wird, und der soll so weiterbleiben und soll nicht einem Spekulanten, einem sehr reichen Hedgefondsmanager zum Opfer fallen. Hier zeige ich Ihnen noch einmal das Bild etwas größer in Farbe, wo die Bedingung drinnen steht, dass die Sichtbeziehung vom Eisnachplatz auf den Stadtpark geschaffen werden soll. Denn diese ist damals beim Neubau des Hotel Intercont 1964 verloren gegangen. Eine sehr sinnvolle Bedingung, die der Stadtentwicklungsherren beschlossen haben, aber hier wird diesen Flickenstand kräftig missachten. Und jetzt möchte ich Ihnen nur sagen, der Bauausschuss sind ganz wichtige Herren drinnen. Der Vorsitzende ist zum Beispiel Rüdiger Marisch von den Grünen. Maria Vasilakou von den Grünen. Christoph Gorher von den Grünen. Also es sind Grüne drinnen. Aber auch Herren von der Sozialdemokratischen Partei wie Gerhard Kubik, Omar Al-Rabi, Susanne Blumer, Luise Träger-Gregori, Karl Katrin, Ernst Holzmann, Kommerzialrat Erich Valentin, Sigi Lindenmeier. Wir hoffen, dass wir auch diese Herren erreichen und dass sie heute nicht diesen Beschluss fallen werden, dass der Flächenwidmungsplan 7984 in den Gemeinderatsausschuss am 1. Juni kommt. Weiter sind noch freiheitliche Mitglieder in diesem Bauausschuss, nämlich Karl Baron, Michael Tadak, Wolfgang Irschig, Anton Maderlik und noch zwei Herren der ÖVP, nämlich Bernhard Dvorak und Roman Stifter.
hat vorher, wurde rausgewählt. Der war Planbrecher. Falls einer der Herren verhindert ist, kommt ein Ersatzmitglied. Und diese Damen und Herren werden heute entschließen und wir hoffen, dass sie nicht den Beschluss fassen, dass das Weltkulturerbe diesem Spekulationsprojekt zum Opfer fällt. Das Ganze ist ein Spekulationsprojekt, das heißt, es wird darauf spekuliert, dass die Eigentümer dieses Grundstücks, die das Grundstück 2008 genau genommen am 4. Juni 2008 billigst gekauft haben, nämlich um 4,2 Millionen Euro. Klingt sehr viel, aber Sie müssen jetzt dividieren durch die Anzahl der Quadratmeter. Ein Quadratmeter hat gekostet, Ihnen lediglich gekostet 433 Euro pro Quadratmeter. Das können Sie heute nicht einmal in Berchtesgaden am Stadtrat bekommen, um diesen Preis. Hier sehen Sie auch das Projekt, das beschlossen werden soll. Ich habe gerade vorhin erwähnt, hier sehen Sie, das ist das derzeitige Hotel. Und Bauhöhe 38 Meter. Und dieses Hotel soll abgerissen werden und ein noch größerer Quader an einer vorgerückten Stelle vorgerückt hin zur Stadtbaustation 4 errichtet werden. Gleichzeitig soll der Paragraph 75 der Bauordnung ausgehöbelt werden, mit dem sogenannten schwammigen Ausdruck einen Schwerpunkt der Stadtentwicklung zu setzen, sodass dann hier vor dem Station des Stadtparks eine Häuserschlucht entstehen wird, so wie bei Wien Mitte. Wenn Sie heute um Wien Mitte gehen, haben Sie durch die vorgerückten Baukörper eine Schlucht, eine dunkle Schlucht und genau das gleiche wird es hier entstehen. Der Gehsteig wird teilweise überdacht, man nennt ihr als Arkade, weil auch der Bereich über den Gehsteig wird verbaut wird mit der sogenannten Stadtterrasse, die Sie hier sehen. Dann sehen Sie hier den 66,3 Meter hohen Turm. Das ist das derzeitige Gebäude, wo die Maschinen des Eislaufvereins drinnen sind. Wie Sie wissen, macht der Eislaufverein seine Energie, seine Kälte mit den Maschinen in diesem Gebäude und verkauft diese Kälte im Sommer an das Hotel und an das Konzerthaus. Der siebte Stiege, da drinnen ist der Plan. Wir werden da hinübergehen, ja. Ich erfahre soeben, dass der Bauausschuss oder Planungsausschuss Stadtentwicklung offensichtlich sich gescheut hat, in seinen eigenen Räumen zu tagen. Er geht ins Rathaus. Wir werden jetzt auch auf die andere Straßenseite hinübergehen und dort die fortsetzen. Bitte? Es gibt Leute, die wollen lieber im Schatten sein. Aber wir gehen drin, wir gehen dort, damit wir gesehen werden. So.
Sozialdemokraten! Alle Korten! Sozialdemokraten! Böhler und Sozialdemokraten! Ja. Damit alle wissen, warum wir hier stehen, die Damen und Herren, die hier von den Fenstern runtersehen, es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass hier der Planungsausschuss stattfindet, der Ausschuss für Stadtentwicklung, der den Flächenmittelsplan für den Gemeinderat freigeben soll, eben für dieses Gebäude, welches Sie hier sehen, für die Verbauung des Heumarktes mit zwei Hochhäusern, nämlich das Hochhaus mit 47,3 Metern und hier das Hochhaus mit 66,3 Metern. Dieses Projekt ist nicht das Siegerprojekt von Weinfeld, es ist ein Projekt vom Herrn Christoph Professor Luxinger, das Sie hier sehen. Diese Verbauung steht aus. Ich habe nichts. So sprechen, wenn die Technik versagt, so sprechen. Hier sehen Sie die U4 Stadtpark. Dieses Hotel wird noch größer errichtet. 47,3 Meter und erdrückt praktisch diese schöne Station, Unterwagenstation, die, wie Sie alle wissen, jetzt soeben renoviert worden ist und seit vorigem Jahr im vollen Glanz neu wieder steht. Drückt hierher. Dann haben Sie hier dann dieses große Projekt. Technikräume vom Eiserverein, das wird aufgesteckt, ungefähr gleiche Höhe hier, wie Sie sehen, wie das Konzerthaus. Das heißt, das arme Konzerthaus wird erdrückt von diesem großen Gebäude. Bei diesem Plakat müssen Sie auch berücksichtigen, meine Damen und Herren, was ist denn hier derzeit? Hier gibt es einen Grünstreifen. Der Grünstreifen, den der Architekt Streu geschaffen hat, damit hier der Beethovenpark übergeht in diese Grünfläche und dann kommt diese neu gesagte Lothringer Straße, die den Gegenverkehr zum Ring aufnimmt. Wenn jetzt nun dieser Gehsteig um 11,3 Meter in Richtung akademisches Gymnasium, welches hier sehen, vorrückt, dann wird dieser Streifen von 1800 Quadratmeter. Ich wiederhole, Grünstreifen von 1800 Quadratmeter geht verloren, wird subventioniert. Und das unter einer grünen Stadträtin für Stadtentwicklung. Nicht einmal der Radstreifen ist grün, wird deshalb betoniert. Ja. Aber ich muss Ihnen nur sagen, dann, diese Vorrückung hier ist jetzt nicht im Flächenmittlungsplan enthalten. Woher weiß ich das? Ich weiß es, weil es sind jetzt plötzlich Dokumente veröffentlicht worden. Ein sogenannter städtebaulicher Vertrag. Und wir wissen doch alle, dass ein Vertrag immer zwei Unterschriften tätigt. Und der Vertrag hat nur eine Unterschrift. Das ist bestenfalls ein Entwurf. Ja. Und aus diesem sogenannten Entwurf eines Vertrages geht hervor,
dass der Eislaufverein sich auf den Gehsteig ausweiten wird. Ein Gehsteig, der bis jetzt für Schanigärten benutzt wird. Ja. Und um diese zusätzlichen 500 Quadratmeter zu bekommen, muss die Straße oder ist gedacht, diese Straße um 11,3 Meter zu verlegen. Und wegen diesen lächerlichen 563 Quadratmeter werden 1800 Quadratmeter Grünfläche geopfert. Bei einer den Grünen in der Stadtregierung. Ich begrüße die Stadträtin Stenzel ganz herzlich. Ja, meine Damen und Herren von den Bürgerinitiative und den Bürgerinitiativen, wir haben einen schwierigen Kampf. Sie haben diesen schwierigen Kampf geführt, initiativ, und ich habe Sie nach Kräften mit meiner freiheitlichen Fraktion unterstützt. Und ich rechne heute damit, dass die gesamte Opposition in diversen Anträgen Sie unterstützen wird. Wir werden unser Bestes probieren. Wir werden unser Bestes probieren, noch einmal zu versuchen, heute diesen Tagesordnungspunkt Heumarkt abzusetzen, um hier einen Nachdenkprozess zu erzwingen. Ob es gelingt, die Mehrheiten sind andere, aber Sie mögen wissen, dass wir es probieren. Danke. Wir begrüßen auch Gemeinderat Pürengranz. Begrüßen Sie. Wollen Sie ein paar Worte sagen? Gut. Genau, es geht darum, dass die Tagesordnung abgesichtigt, dass darüber noch nachgedacht wird, ob es sinnvoll ist, diesen schönen Platz am Heumarkt, wo derzeit der Eislaufverein 6000 Quadratmeter Fläche hat. Diese Freiluft-Eislauffläche kann er bis 2058 ungestört benutzen, ohne wegen eines Bauverfahrens 2 Jahre vertrieben zu werden, so wie es jetzt ausschaut. Unseres Erachtens, wenn der die Führung des Eislaufvereins wirklich an die Eisläufer denkt, dann behält er bis 2058, noch die folgenden 41 Jahre diese Fläche, anstatt sie einem Investor zum Fraße vorzuwerfen. Darf ich mal kurz sagen als Bürger? Ich finde es wirklich schlimm, dass man speziell die Grünen und die Roten komplett über die Meinung der Bürger hinweggeht. Wir zählen nichts mehr. Wir können sagen, was wir wollen, die machen, was sie wollen. So kann es nicht weitergehen, bitte. Wir müssen auf die Straße gehen. Uns wurde gesagt, es sei viel zu spät. Und ich möchte allen Grünen sagen, es war zu spät in Zwentendorf. Das war schon errichtet. Ich möchte allen Grünen sagen, es war zu spät in Hainburg. Da habt ihr geprotestiert und Erfolg gehabt. Und jetzt, wo noch nicht einmal kein einziger Ziegelstein gesetzt ist, jetzt soll es zu spät sein. Es ist nicht zu spät! Es ist nicht zu spät! Und die Dame soeben hat gesagt, dass die Stimme des Volkes nicht beachtet wird. Bitte vergessen wir nicht, was in den Statuten der Grünen drinnen steht. Eine Urabstimmung, und dass eine Urabstimmung anzuerkennen ist. Das wird nicht erkannt, dass man seine eigenen Vorschriften, seine eigenen Grundsätze missachtet, sowohl die grünen Grundsätze als auch die Grundsätze der Mitbestimmung der Basis. Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, dass es bei uns jetzt schon darum geht, dass wir keine Demokratie mehr sind. Wir haben nichts mehr zu sagen, die Demokratie wird ausgehöhlt und die Rechte werden sich zurechtgebogen, wie es den Obrigen gefällt. Danke. Dem ist nichts zuzufügen. Leider, es ist es so, mich freut, dass Sie die Initiative genommen haben, dass Sie heute hergekommen sind. Es ist nicht leicht, besonders wenn man im Berufsleben steht, an einem Arbeitstag
um 9:30 Uhr hier vom Rathaus zu stehen. Das ist nicht leicht. Wer hat uns verraten? Wieso verraten? Ja, ja. Soeben hat ein Herr geschrien, wer hat uns verraten? Wir erinnern uns alle an den Gemeinderat 2008. Damals war noch Stadtrat Schicker der zuständige Stadtrat für die Stadtentwicklung. Er wurde damals befragt und er hat gesagt, hier an der Stelle, am Heimat, plant die Stadt in keiner Weise ein Hochhaus. Das können Sie noch heute nachlesen in den Protokollen. Wer hat die Anfrage damals gestellt und sogar den Antrag gestellt auf den Schutz der Eisenfläche vor Bebauung? Es waren die Grünen, es war Sabine Greta, die damals Gemeinderätin wird. Heute, ein paar Jahre später, missachten Sie Ihren eigenen Antrag. Kaum zu glauben. Und was hören wir immer? Ja, der Stadtentwicklungsfonds, dem dieses Grundstück gehört hat, der hat es unter nebulosen Verhältnissen verkauft. Meine Damen und Herren, ich habe mir das ein bisschen näher angeschaut. Es gibt einen Bericht des Rechnungshofes, wo genau das genau untersucht wird. Und was findet man da? Man findet, dass der Stadtentwicklungsfonds das an eine gemeinnützige Baufirma verkauft hat. Was ist daran zu finden, wenn der Stadtentwicklungsfonds ein Grundstück an eine gemeinnützige Firma verkauft? Und wer war denn der Aufsichtsrat in dieser gemeinnützigen Firma? Wer weiß das? Richtig! Peter Wittmann, Dr. Peter Wittmann, seines Zeichens jetzt im Parlament, im Ausschuss für Verfassungsfragen. Da ist er jetzt zuständig. Also, was soll daran anrüchig sein, wenn man an eine gemeinnützige Firma ein Grundstück verkauft? Und da kann man davon ausgehen, dass diese Firma das Gemeinnützige für leistbares Wohnen verwendet. Diese Firma hat auch den Namen gehabt, Bundeswohnen Immobilienverwaltungs GmbH bzw. Bundeswohnen. Aber meine Herren, das ist ja nicht vorzuwerfen. Und noch dazu, wenn es ein Sozialdemokrat ist, der im Aufsichtsrat sitzt und genau weiß, was sozialdemokratisch ist und was gemeinnützig ist. Aber diese Herren, die damals diese Firma besitzen, und ich lese Ihnen jetzt aus dem Who's Who der österreichischen Immobilienbau vor, wer hat das damals besessen, ja? Da gibt es die Privatstiftung zur Förderung der Wissenschaft und universitären Forschung. Was ist dagegen einzuwenden, dass die ein Grundstück kauft? Es findet sich auch ein gewisser Dr. Franz Guggenberger. Der wird Ihnen nicht bekannt sein, aber das ist der Rechtsanwalt vom Dr. Michael Deuner, der jetzt das hier entwickelt hat. Es findet sich auch ein Diplomkauf von Spitzer oder Dr. Erich Unterer drinnen. Es findet sich auch eine Private Equity Performance Beteiligung GmbH. Private Equity Performance. Die werden Sie vielleicht nicht kennen, aber Sie werden sie vielleicht unter den neuen geänderten Namen Wertinvest Park Holding kennen.
Es findet sich auch eine GT-Privatstiftung. GT ist das Abkürzung für Gerhard Tüchler, eine Größe im Immobilienbereich. Es findet sich auch der Name Andreas Adami Privatstiftung. Alle Herren, großen Herren, haben dieses Grundstück damals gekauft als Eigentümer einer Bundeswohnenfirma. Und diese Bundeswohnenfirma haben das Grundstück um 4,2 Millionen gekauft. Meine Damen und Herren, im Rechnungsbericht steht aber drinnen, dass es Angebote gegeben hat um 9 Millionen. Im Rechnungshofbericht. Das heißt, es wurde ein Grundstück verkauft um 4,2 Millionen, obwohl ein Angebot um 9 Millionen ist. Das war auch dem im Gemeinderat, wurde kritisiert. Der Gemeinde war absolut dagegen. Aber interessant ist, dass dieser Herr und diese Dame, die die 9 Millionen geboten hat, sich nie aufgeregt hat, dass sie das nicht bekommen hat, obwohl sie mehr geboten hat. Finde ich das nicht sonderbar? Ich habe mich immer gefragt, wieso lässt sich jemand vor der Nase so ein tolles Grundstück wegschnappen? Ich habe daran gedacht, das kann nur daran liegen, weil der Verkäufer gesagt hat, wir geben das einer gemeinnützigen Firma. Und was hören wir jetzt und was haben wir gehört im Gemeinderat? Ja. Ja. Gut, wir begrüßen die Gemeinderäte. Bitte. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Mein Name ist Bettina Emmerling, ich bin von den NEOS. Ich danke Ihnen vielmals. Bitte? Nein, wir sitzen gleich darüber, aber nein, natürlich nicht. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier sind und Ihre Bürgerrechte hier wahrnehmen. Eine Politik auf Augenhöhe war immer unser Anliegen, eine Politik gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und ich finde es ehrlich gesagt eine Farce, dass man hier heute den Ausschuss hier extra verlegt hat, weil man anscheinend Angst vor Ihnen hier hat und vor Ihrer Meinung hier. Und man muss jetzt nicht das Haus verlassen. Die Damen und Herren vom Ausschuss bleiben hier im Gebäude und werden hier drinnen diese Flächenwidmung beschließen. Ich finde es auch eine Farce, dass es hier Petitionswerber gibt. Es wurde ja Unterschriften gesammelt in dieser Causa und diese in den Ausschuss geladen werden und eigentlich der Abschluss dieser Geschichte schon vorher stattfindet. Das heißt, heute im Ausschuss, am 1. Juni im Gemeinderat, erst am 7. Juni wird der Petitionswerber in den Petitionsausschuss geladen. Wofür redet dort? Er kann eigentlich nichts mehr bewegen und das ist ein Gefühl... Verhöhnung. Es ist ein Gefühl, dass ich von so vielen Bürgerinitiativen, so vielen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt höre. Es ist egal, was man für ein Anliegen hat, es wird einfach drüber gefahren, man kommt nicht durch. Solange es nicht in die rot-grüne politische Agenda passt, ist Hopfen und Malz verloren, man hat hier kein Mitspracherecht. Wenn es um ganz kleine Sachen geht, ist Mitsprache erwünscht, Farbe der U-Bahn zum Beispiel, aber wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, dann nicht. Und wir hatten bezüglich der Mitsprache und der Politik auf Augenhöhe auch in dieser Causa eine ganz klare Haltung, und zwar von Beginn an. Es geht um das Weltkulturerbe. Das Weltkulturerbe ist nicht unbedingt eine Tourismusfrage oder nicht nur allein, sondern es ist eine kulturpolitische Frage. Und diese kulturpolitische Frage betrifft Sie alle, Wienerinnen und Wiener und Bürger dieser Stadt hier. Und darüber müssen alle entscheiden. Und da reicht es nicht, grüne Mitglieder zu befragen, in Summe ein paar hundert Menschen, die in dieser Causa entscheiden, sondern wir alle sind diese Stadt und möchten hier mitreden. Wir haben unsere Position einer Volksbefragung zum UNESCO-Weltkulturerbe dargelegt und auch eingebracht im Gemeinderat, auch vorgeschlagen alternative Partizipationsinstrumente, wie zum Beispiel ein Bürgerrat. Es wurde leider nicht angenommen. Wir werden trotzdem in dieser Sache, also was weitere Beteiligung, Partizipation in dieser Stadt betrifft, der Rechtsanspruch auf Mitsprache, eine Verbesserung des Petitionsgesetzes weiter dranbleiben. Dieses Versprechen kann ich machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Durchhaltevermögen hier und heute und die Bitte, dass Sie weiter dranbleiben und für Ihre Anliegen auch einstehen. Danke. Danke vielmals. Wir werden weiter dranbleiben. Keine Angst, darum haben wir es hier vor dem Rathaus hin. Darf ich noch geben an eine Dame aus dem grünen Bezirk?
Conny Schmeller von der Grünen Bezirksorganisation Erster Bezirk. Ich wollte nur erwähnen, dass wir vom Ersten von Anfang an gegen dieses Projekt waren, dagegen agitiert haben und auch die Initiative Urabstimmung eingereicht und durchgebracht haben. Wir haben sie gewonnen mit fast 53%. Und das ist doch eine gewisse Leistung, dass eine relativ kleine Gruppe von 12 Leuten innerhalb der Grünen einiges bewirken kann und hoffentlich auch noch weiter bewirken wird. Und wir werden uns dafür weiter einsetzen, dass der Denkmalschutz und die Bausubstanz dieser Stadt erhalten bleibt. Siehe Schwertgasse, wo wir einen ziemlich guten Erfolg da ist nämlich das Haus gerettet worden und wird nicht von Bauwerbern und Investoren verschandelt. Dankeschön. Hier müssen wir die Zivilcourage von der Frau Conny Schmeller und dem Herrn Hirscher also ganz besonders hervorheben. Sie sind die Gruppe innerhalb der Grünen, die diese Urabstimmung in Gang gebracht haben. Wirklich meinen Respekt für die Grünen vom ersten Bezirk. Ja, danke. So, zum Thema Verkauf des Grundstückes und Rechnungshofbericht. Lieber Georg. Also wir haben jetzt gerade gehört, Details aus der skandalösen Ankaufsgeschichte, Gemeinnützigkeit, die also nur ein Schmäh, sich als Schmäh dann herausgestellt hat. Es ist kein Zufall, dass es hier im Rathaus vor 15 Jahren, als die Grünen noch in Opposition waren, vom Gemeinderat Kennesey, der zuständig damals war im Grünen Club, zur Aufdeckung der Machinationen und der Korruption im Bauverfahren, da gab es auch erstmals einen Untersuchungsausschuss des Gemeinderates, um die Stadtplanungs- und Bau Widmungsdinge aufzudecken, und da wurde publiziert eine Arbeit, für die der Herr Gemeinderat Kennesey, der dann die Grünen verlassen, den Grünen Gemeinderatsclub verlassen hat, wurde also vorgestellt, und mitgearbeitet haben damals die Diplomingenieurin Sabine Gretner, die dann Gemeinderätin wurde und Planungssprecherin der Grünen. Und die hat dann leider den Grünen Club auch verlassen. Es ist, um zurückzukommen auf die Erwähnung, dass der Rechnungshof da untersucht hat, das ist ganz zentral, weil der Rechnungshof ein Organ des Nationalrates der Republik Österreich ist. Und damit kommen wir auch zu der Komponente, dass da jetzt vielleicht beschlossen werden wird, etwas, was mit dem Staatsvertrag der Republik im eklatanten Widerspruch ist, dass der Gemeinderat von Wien, der in Personalunion auf Landtag ist, nachdem die Republik Österreich ein Bundesstaat ist, kann nicht ein Bundesland einfach aushebeln einen völkerrechtlichen Staatsvertrag der Republik Österreich. Richtig. Genau so ist es. Dass der Landeshauptmann von Wien mächtig ist und dass er über das Gebiet von Wien herrscht und herrschen kann. Aber er muss trotzdem noch die Gesetze des Bundeslandes Österreich einhalten. Er kann nicht Bundesgesetze, die beschlossen worden sind, hier auf dem Gebiet von Wien für ungültig erklären. Und entgegen, das kann er nicht. Und das darf er nicht. Wir sind hier nicht alleine. Ich zeige Ihnen hier, Placido Domingo kämpft auch mit uns gegen den Dolmabdauer. Placido Domingo ist kein Unbekannter, der ist allen Kulturbeflissungen bekannt als ein sehr berühmter Sänger. Wir grüßen ihn
Er wird bald in Wien sein, denn es wird ihm zu Ehren ein großes Konzert in der Staatsoper stattfinden. Es wäre eine Schande, wenn er erleben muss, dass das Weltkulturerbe verloren geht. So wie es jetzt scheint, hoffe ich, dass der Entscheid im Rathaus so lauten wird, dass das zumindest aufgeschoben, wenn nicht abgesetzt wird, dieses Projekt. So, wir sind nicht alleine, Placido Domingo, bist du eben erlebt, aber es gibt noch die Initiative Denkmalschutz und ich begrüße hier den Herrn Landerer, einen sehr fleißigen Mitarbeiter in dieser Denkmalschutz. Also, ich danke für das zahlreiche Erscheinen auch. Ich möchte nur eines sagen, wenn behauptet wird, es ist zu spät, so ist das eine Verhöhnung der Demokratie. Denn der Flächenwidmungsplan wird erst beschlossen, erst mit einem gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Dann könnte man sagen, es ist zu spät. Wer jetzt behauptet, es ist zu spät, verhöhnt jede einzelne Stellungnahme, die er im Rahmen des öffentlichen Auflage, Flächenwidmungs- und Bebauungsplan abgegeben hat. Der agiert vollkommen undemokratisch und verhöhnt uns Bürger. Wir haben bis zuletzt Gespräche geführt mit den Verantwortlichen, die dieses Projekt durchdrücken wollen. Und wir haben sie darauf hingewiesen, dass sie hier einen Rechtsbruch begehen, einen mehrfachen Rechtsbruch. Einerseits den Rechtsbruch in Bezug auf die Umweltprüfung, strategische Umweltprüfung, hier liegt eine Beschwerde bei der EU-Kommission. Andererseits ein Rechtsbruch der Welterbekommission, das ein Bundesgesetz darstellt. Uns wurde gesagt, die sogenannten Rathausjuristen sehen das etwas anders. Wir können nur eines sagen, wir haben schon einmal gegen die sogenannten Rathausjuristen gewonnen und haben vor dem Verwaltungsgerichtshof gewonnen, weil sie uns eine Auskunft wegen eines einzelnen Datums verweigert haben, mussten wir den Verwaltungsgerichtshof anrufen und haben gegen die Stadt Wien gewonnen. Die Politiker missbrauchen diese Auskünfte der Rathausjuristen offenbar nur, um sich ein gutes Gewissen zu verschaffen und sich einreden zu können, sie handeln nicht mit Vorsatz. Wir haben auch noch darüber geredet, was erwartet sich die Stadtregierung jetzt in Bezug auf das Welterbe? Und es wurde uns gesagt, naja, es könnte ja vielleicht doch noch rettbar sein. Ja? Rettbar könnte es nur dann sein, wenn sich die UNESCO vollkommen unglaubwürdig macht. Das ist die einzige Möglichkeit und das erwarten wir nicht. Und sonst haben wir gesagt, wenn sie jetzt vor dem Beschluss der UNESCO im Juli den Beschluss im Gemeinderat zum Flächenwidmungsplan durchbringen wollen, dann agiert die Stadt Wien wie ein Hedgefonds und wie ein Hochrisikospekulant, weil ohne zu wissen oder noch zu hoffen, ob das Welterbe aberkannt wird oder nicht, hier jetzt zu diesem Zeitpunkt den Flächenwidmungsplan zu beschließen, das ist genauso eine Verhöhnung und wir erwarten uns von der Stadtregierung ein vorausschauendes Handeln und sicher nicht ein Agieren wie ein Hedgefonds und ein Hochrisikospekulant. Danke. Danke. Von der Stadt Wien, ja, wir müssen im Wort bleiben, den Investoren zu verscheuchen mit Investoren. Ich möchte Ihnen nur eins sagen, der Herr Dollner, der hier bei dem Projekt steht, hat von 10 Projekten, waren nur 2 erfolgreich. Er ist gewohnt, mit Risiken umzugehen. Und wenn er mal ein Projekt nicht durchgeht, er hat noch ein anderes, welches erfolgreich ist. Sie brauchen wirklich, er braucht Ihnen wirklich nicht leid tun. Und er hat ganz genau gewusst, er ist der Jurist, er ist Dr. Deune, er ist Doktor der Wirtschaft und er ist Doktor des Jus. Er weiß ganz genau, was er tut, er kennt das Recht und er weiß, dass an dieser Stelle derzeit die Flächen mit uns kein Hochhaus erlaubt. Er will es nur in Form einer Spekulation hier geschenkt bekommen, ohne dass die Stadt was davon hat.
Und meine Damen und Herren, Sie brauchen wirklich keine Angst haben, dass er danach am Hungertuch nacht wird und das nicht bekommt. Er hat noch ein Hotel und er hat doch selber gefeiert, 50 Jahre. Er hat noch Einkommen und er hat auch das Haus am Getreidemarkt 1. Und wenn Sie sich erinnern, hier hängt doch ein Mann an der Uhr, der fast runterzufallen droht. Das ist nicht er. Sie brauchen nicht Angst haben, dass er ins Bodenlose hinunterstürzt. Bitte, keine Angst. Seien Sie beruhigt. So. Wir lassen die Damen vor. Ja, ich möchte noch eines dazu sagen, das wahrscheinlich Sie nicht alle wissen. Es gibt diese neuen städtebaulichen Verträge, wo Gemeinden und bei uns eben das Land Wien mit Investoren einen Vertrag schließt. Sie können einen Teil unserer Grundfläche, wir sind die Besitzer dieser Grundfläche, muss ich dazu sagen, verkaufen. Dafür dürfen Sie dort was bauen. Und das Tolle an dem Geschäft ist für die Gemeinde, dass sie also verschiedene Zuckerln für die Bevölkerung dafür geben. Wie zum Beispiel hier unter dem Eislauferplatz einen Turnsaal. Wie zum Beispiel den Durchgang vom Heumarkt zur Lothringer Straße. Eine Aussichtsterrasse und 20, 30 Tage im Jahr darf der Herr Treuner, der Besitzer, der Investor, diese Fläche bespielen. Was heißt denn das? Für mich ist das furchtbar. Wenn hier der Rathausplatz bespielt wird, sind dort Standeln und es gibt Standelatmosphäre. Das heißt, das steht uns bevor, dass einmal im Jahr für 20, 30 Tage hier Standelatmosphäre herrschen wird. Ich habe gehört, dass diese städtebaulichen Verträge zwischen Investoren und den Gemeinden, die unseren Grund verkaufen, ja, dass die angefochten werden bereits. Ja. Ich kann nur hoffen, dass also das durchgeht, dass das nicht mehr gestattet wird. Danke. Ich möchte noch dazu sagen, städtebauliche Verträge sind in der Bauart in Wien drinnen, und zwar unter § 1a. Eigentlich sollte man diese Verträge nicht städtebauliche Verträge nennen, denn sie sind nirgends veröffentlicht, die sind nicht transparent. Das beste Beispiel ist jetzt, was jetzt passiert ist. Wir wissen bis heute nicht, was in den Verträgen steht. Und der Vertrag zum Heumarkt, der angeblich mit 80 Seiten veröffentlicht worden ist, ist kein Vertrag. Er hat keine Unterschriften. Das ist nur eine Werbeaktion für den Investor. Und meine Damen und Herren, nennen wir sie nicht mehr städtebauliche Verträge, nennen wir sie das, als was sie sind. Das sind im stillen Kämmerchen ausgehandelte Mauschelverträge. Das sind sie wirklich. Liebe Wiener und Wienerinnen, was wir hier sehen, ist ein Multiorganversagen der Stadt Wien. Erstens, es versagt der Rechtsstaat. Der Staatsvertrag der UNESCO wird gebrochen. Es wird ein Bundesgesetz gebrochen. Es wird die bestehende Flächenwidmung gebrochen bzw. gerade abgeändert. Das heißt, das erste Organ, das versagt, das ist der Rechtsstaat. Das zweite Organ, das versagt, das sind die Medien. Was ich gestern gehört habe bei der Pressekonferenz, ja, die sind ja nur darauf erpicht, dass die Kronenzeitung und heute auf ihrer Seite ist. Und wenn die auf ihrer Seite sind, dann werden sie es schon durchbringen, weil sie keine mediale Gegenwehr zu erwarten haben. Das heißt, ganz offensichtlich haben wir auch ein Medienversagen in diesem Staat und in dieser Stadt. Und das dritte ist aber wahrscheinlich dann noch die schlimmste Auswirkung für uns alle. Wir haben ein ganz massives Demokratieversagen. Diese Volksvertreter vertreten das Volk nicht mehr. Und wenn die indirekte Demokratie, diese Stellvertreterdemokratie,
wo die Stellvertreter, sprich die Abgeordneten, sich schon als Sachwalter des Volkes verstehen. Wenn diese indirekte Demokratie nicht mehr funktioniert, dann kann die einzige Lösung nur mehr sein, direkte Demokratie, Volksabstimmung durch Wiener und Wienerinnen und Nichtentscheidung im Rathaus. Wir wollen direkte Demokratie zur Lösung dieser Probleme. Danke. Danke. Habe ich schon erwähnt, den Placido Domingo habe ich schon erwähnt, da haben Sie, bitte, der unterstützt, ich habe das vorhin das Bild erlebt, ist ganz lobenswert. Gleichzeitig begrüßen wir ihn, wenn er dann zum Konzert kommt, ja. Nachdenkpause. Holpause. Nein, das ist wirklich traurig, was ich. Wirklich nicht mehr traurig. Ja. Ja. Ich hoffe, dass uns Stimme gehört. Ja, Frau Wessely, das ist eine Dame, die haben gekämpft, ja, in den Urzeiten des, zu Beginn der Aktion 21, da berühmt die Frau Hertha Wessely. Bitte. Es ist nicht zu spät. Ich möchte Ihnen jetzt berichten, was möglich ist. Durch hartnäckige, engagierte Initiativen, wie sie dann letztendlich doch zu ihrem Recht kommen. Eine große Sache in Salzburg, 380 kV Stromleitung. 6 Jahre lang haben diese Initiativen gegen dieses Wahnsinnsprojekt, das die ganze Landschaft in Salzburg zerstören würde, gekämpft. Und was ist passiert? Sie konnten nachweisen, dass in diesem Verfahren schwere Mängel passiert sind, dass Gutachter gekauft worden sind, dass nachweislich fälschliche Gutachten vorgelegt worden sind, dass nachweislich Beweismittel, die die Initiative vorgelegt hat, keine Berücksichtigung gefunden haben. Und es gibt also eine Anzeige bei der Staatsanwalt Salzburg. Aber das Ganze ist jetzt zum Bundesverwaltungsgericht gegangen und der ganze Monsterprozess wird neu aufgerollt. Alles muss noch einmal verhandelt werden. Laut unserem Anwalt List ist das eine einmalige Sache, wie das in dieser Form noch nie vorgekommen ist. Ein Korrespondent aus der Schweiz hat gesagt, das ist europaweit etwas Neues und etwas völlig Ungewöhnliches. Ich will Ihnen nur zur Ermutigung sagen, was alles möglich ist. Und es ist nie zu spät. Bis zum letzten Augenblick kann sich das Blatt noch wenden. Und ich bin auch der Meinung, wir, die Bürger und Bürgerinnen, wollen bestimmen, was mit unserer Stadt geschieht. Und wir haben kein Vertrauen mehr zu unserer Stadtregierung, die diese Stadt zerstören will. Aber letztendlich, ich bin überzeugt davon, wir werden Recht bekommen. Danke. Nur gut. Wollt ihr abbrechen? Ja. Okay, das ist gut. So, wir haben jetzt gerade durch Geduld und Beständigkeit können wir ein Ziel erreichen. Wir haben ja fast keine Chance, aber wir hoffen trotzdem, dass der Druck, den wir jetzt hier ein bisschen aufbauen, dass er zu einem Umdenken im Gemeinderat kommen wird. Denn sonst kommt es wirklich zu dem schon vorher erwähnten Multiorganversagen. Und dann haben wir dann Anarchie. Und was ist, kommt nach der Anarchie? Wir wissen es aus der Geschichte, es kommt nichts Gutes nach. Dann taucht dann plötzlich Führerfiguren auf. Und diese brauchen wir nicht. Bitte, was wollen wir sagen? Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Werner Haider. Nachdem vorher vom Herrn Magister Marschall die Medien angesprochen wurden, möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Ich bin selber Videojournalist bei allen möglichen Bürgerinitiativen und anderen Gruppen. Ich bin heute deshalb hier, damit all diese, die ganze Veranstaltung von vorne bis hinten ungeschnitten auch im Internet einsehbar ist. Die ganze Sache wird dann auf jeden Fall auf wienkonkret.at auch zum Einsehen sein. Wir hoffen, dass sich all die Medien, die vorher so zahlreich mit ihren Kameras hier waren, vielleicht den einen oder anderen Ausschnitt uns auch mit der Fladerung selber verwenden, so wie es in der Vergangenheit schon der Fall war. Denn wie es aussieht, ist es notwendig, dass die Inhalte, die heute hier transportiert werden, auch entsprechend gut dokumentiert sind.
Und wenn die sozusagen Staatsmedien nicht mehr ausreichend und nur mehr fragmenthaft dieser Aufgabe nachkommen, versuche ich meinen Beitrag dadurch entsprechend aufzubessern. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, was hat die Krone-Zeitung so stark gemacht? Das war, dass sie das Ohr auf dem Volk gehabt hat. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn Sie jetzt die Krone-Zeitung aufschlagen, sehen Sie nur Annoncen, Annoncen, Annoncen. Und was ist der größte Teil der Annoncen? Der größte Teil der Annoncen ist von der Immobilienbranche. Und was wurde vor 2 Monaten beschlossen? Eine Erhöhung der Presseförderung. Die Zeitung hat es nicht mehr nötig, überhaupt Geld zu verlangen für sie. Sie lässt sie kaufen durch die Leute, die die Anzeigen schalten. Und die Tochter der Krone-Zeitung, die Zeitung Heute, der wir zahlen nichts dafür, aber schauen Sie doch genau hin. Das ist ein Annoncenblatt, das ist ein Anzeigenblatt. Es ist nicht mehr die Stimme des Volkes. Das ist vorbei. Und was ich soeben gehört habe bei diesem Projekt, die Krone-Zeitung verdient so viel, besonders der Herr Dichern, dass sie das Problem haben, ja, was machen sie mit dem Geld? Die Banken geben ihnen keine Prozente. Und dann kommt der Herr Dollner und sagt, ich habe ein tolles Projekt, da verdiene ich so viel. Und wo ist das Geld? Wo ist das Geld? So. Ja, ich habe etwas mit dazu zu teilen. Dieser Umstand ist weitgehend unbekannt. Es handelt sich nämlich um ein nicht offiziell genehmigtes Projekt einer Private-Public Partnership. Das heißt, man hat es gemerkt bei der Zwischenabrechnung. Es ist bereits eine Zwischenabrechnung erfolgt. Es sind ungefähr 3 Millionen Euro ausgegeben worden. Und von diesen 3 Millionen Euro hat der Herr Theuner nur 1,5 Millionen bezahlt. Die anderen 1,5 Millionen hat die Stadt Wien von unserem Steuergeld bezahlt. Können Sie sich das vorstellen? Das ist Tatsache. Diese Public-Private Partnership, ja, ist ja durchaus sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine Autobahn oder Schnellstraße baut, dass ein privater Investor das Geld vorstreckt. Das wird dann gebaut und der hebt dann eine Maut ein. Das ist ausgesprochen vernünftig, weil das für die Infrastruktur wichtig ist. Aber doch nicht für diesen Zweck, um einen privaten Investor seinen Reichtum zu vermehren. Das ist jetzt wirklich ein Skandal und ich beharre darauf, dass sowohl unser Bürgermeister als auch seine Stellvertreterin zurücktreten muss. Es gibt ja nicht nur das Problem hier am Heumarkt. Wir alle wissen, das gleiche Problem gibt es auch an anderen Stellen. Eine dieser anderen Stellen ist das Casino Zögernitz. Ein Altwiener Bau im 19. Bezirk. Hier hat Dr. Baldwin gekämpft und er wird uns ein paar Worte über sein Projekt haben, was er da verfolgt hat. Ich möchte Folgendes dazu sagen, das Casino Zögernitz, ein altehrwürdiges Etablissement aus der Johann Strauß Zeit, wurde nach dem Tod der Besitzerin um wohlfeile 3,5 Millionen vom Erben der Erzdiözese Wien an den Investor Rauter verkauft, zwar 2008-2009, 3,5 Millionen bitte für 8000 Quadratmeter Grund, davon 400 sofort bebaubar, Bauklasse 3 und das Zögernitz Stammhaus natürlich hat einen Wert als Hotel oder Veranstaltungszentrum, wie auch immer. Das war ihm nicht genug, er hat unterschabliert bei den Politikern und die haben ihm versprochen eine Umwidmung und so ist es leider auch geschehen. Das heißt, man hat nicht zuerst umgewidmet, hat nicht zuerst gesagt, was kann ich da wirklich tun, das für alle verträglich ist. Nein, man hat an sich den Herrschaften von den Investorengruppen dann an sich das Geschenk, die Umwidmung geschenkt. Und wir kämpfen an sich sehr dagegen, um irgendwie noch was zu machen. Leider haben auch wieder hier die Grünen, besonders der Herr Dr. Hieber, der grünaffinen Anrainern versprochen hat, er wird gegen die Umwidmung im Bezirksrat stimmen, sehr wohl dann plötzlich dafür gestimmt. Ja. Es haben an sich von mit 22 zu 23 Stimmen wurde leider die Umwidmung im Bezirk mehr oder minder ist durchgegangen, wobei
auch leider der Herr Bezirksvorsteher Dille eine unrühmliche Rolle spielte, seine Schwiegersöhne und seine Töchter, die auch in der Bezirksvertretung sitzen, haben dafür gestimmt. Zwei Drittel der Schwarzen haben dagegen gestimmt, ebenso die Neos und die Freiheitlichen, Gott sei Dank. Aber leider, es war um eine Stimme oder zwei Stimmen, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Das, natürlich hier ist der Umwidmung auch durchgegangen und es ist zu fürchten, dass er in den nächsten 3 bis 4 Monaten nach Fällung von 24 meist gesunden Bäumen mit dem Bauprojekt beginnen wird. Danke. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt gehört den Bericht aus dem 19. Bezirk. Und ich habe hier den Verdacht, dass hier ein Entfärbungsprozess stattfindet, dass nämlich die Grünen nicht mehr grün sind, sondern grau, betongrau. Wir haben es immer mit Projekten zu tun, wo sie unter dem Segelgürtel alles subventionieren. Und ich habe vorhin erwähnt, der besonders krasseste Fall ist jetzt hier im sogenannten veröffentlichten Vertrag, den 80 Seiten, der hier dazu veröffentlicht worden sind, wo diese Straße, die B1, eine der Hauptverkehrsstraßen, um 11,3 Meter in Richtung akademisches Gymnasium, also die Abgase vor den Nasen der Schüler verlegt werden soll. Dadurch gehen 1800 Quadratmeter Grün verloren. Und das bei den Grünen. Ja, sind die überhaupt noch grün? Und dann zeichnen sie hier so schöne Bäumchen her. Aber sie haben nicht bedacht, dass darunter ein Windfluss ist. Der arme Baum hat keine Wurzeln. Man kann ihn herzeigen, Papier ist geduldig, aber den Baum wird es nie geben, meine Damen und Herren. Passen Sie auf bei den schönen Bildchen, die Sie immer von der Stadt Wien serviert bekommen. Das geht nicht. Und was ich überhaupt am makabersten finde, die Grünen schützen den Eislaufverein. Ich kann nur eines sagen, der Eislaufverein soll weiterhin seine 41 Jahre nutzen, die er noch hat, an der Laufzeit seines Vertrages und soll seine vollen 6000 Quadratmeter Freilufteisfläche benutzen. Und was lesen wir in der letzten Presseaussendung? Hier haben offensichtlich die Agenturen von Herrn Dr. Däumer ganz schlau gearbeitet. Sie haben nämlich ausgesandt, ja, wir haben 6000 Quadratmeter sportlich benutzbarer Fläche. Bitte, hören Sie ganz genau hin. 6000 Quadratmeter, aber nicht mehr unter Freilauf, sondern irgendwo im Keller da unten haben Sie dann. Was macht es für einen Sinn, wenn wir da am Eislaufverein sind und Eislauf möchten und muss dann in den Keller sich verstecken, um Eislaufen zu können? Und dann heißt es sportlich nutzbar. Sportlich nutzbar sind auch Eisstockschießenfläche und was immer das heißt. Ich möchte ein Eislaufverein, ist zum Eislaufen da und soll eine Eislauffläche haben und einen Sport auszuüben unter freier Luft. Das muss doch möglich sein, dass er in Wien weiter bestehen bleibt. Das ist kein Schutz eines Eislaufvereins, wenn man ihm die Flächen mitnimmt, wegnimmt. Und schauen Sie noch einmal bei diesen. Der jetzige Eislaufverein geht bis hierher. Ja. Die Sonnenwische im Winter ist es immer schön, wenn man eislauft und man hat doch was strahlender Sonne. Aber genau an dieser Stelle soll dieser Turm hinkommen. Sie können nur mehr im Winter im Schatten vom Konzert aus eislaufen. Und das soll so toll für den Eislaufverein sein. Ja, habt ihr überhaupt an das gedacht? Also ich werde, solange ich kann, ich glaube, hier am Freiluft-Eislaufplatz am Heimat eislaufen und die Sonne noch genießt, die letzten Sonnenstrahlen. Wer weiß, ob sie 3 Jahre noch sein wird, wenn das hier beschlossen wird. Bitte. Stellen Sie sich vor, hier ist der Heumarkt und bereits jetzt ist durch die Höhe des Intercons dieser Teil des Stadtparks beschattet, wenn die Sonne dann, also weiß ich, 3 Uhr, 4 Uhr, kommt auch auf die Jahreszeit an.
wenn hier zwei Hochhäuser stehen, dann ist dieser Teil überhaupt nur mehr im Schatten. Was ist mit den Vögeln, was ist mit den kleinen Tieren, die hier immer noch wohnen? Vollkommen richtig. Meine Damen und Herren, ein Rücken der Geschichte. Aber warum ist das Hotel nur 38 Meter hoch? Warum ist dieses Hotel in Ausnahmebestimmung zur Bauordnung damals errichtet worden? Vielleicht erinnern Sie sich, dass damals dieses Gebäude viel höher sein sollte. Und es war die Stadt Wien, es waren die Vorfahren von den Herren, die hier da drinnen in dem Haus sitzen, die damals gesagt hat, das bringt einen Schaden auf den Stadtpark, es bringt einen Schaden auf die Bäume. Damals waren die Herren noch rücksichtsvoll und haben an den Stadtpark gedacht und haben gesagt, das Gebäude darf nicht höher als 38 Meter sein. Und so ist es dann umgeplant worden und gebaut worden. Das hat damals der Architekt Karl Appe gemacht. Und jetzt, obwohl wir wissen, die Sachen um die Frischluftschneise, jetzt wollen wir es, wie Sie hier sehen, noch höher bauen. Das ist ein Skandal. Meine Damen und Herren, wir stellen uns zusammen und dann verabreden wir und wir hoffen, dass die Herren im Ausschuss eine vernünftige Entscheidung treffen. Genau.